Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill 2, ihr Lieben. Die Maria ist wieder bei uns. Die tut so, als ob wir schon seit Ewigkeiten zusammen sind, aber dabei sind wir erst seit 3 Stunden irgendwie hier unterwegs mit ihr. Die meiste Zeit hat sie verpennt und jetzt baggert sie mich schon wieder von der Seite an. Und ich würde sagen, wir gehen freudig weiter. Sie meinte eigentlich, dass sie hier hinten fast gestorben wäre. Dann müsste ja hier eigentlich noch was sein, ne? Genau. So, das war der Fahrstuhl. Der funktionierte ja eh nicht. Ich sehe ein Exit. Ein Ausgang. Aber wohin? Ich habe keine Ahnung. Hier wird doch garantiert noch irgendwas kommen, was mich fressen möchte. Jetzt habe ich schon wieder jemanden an der Backe. Ich hoffe übrigens, dass die Rätsel, die wir in der letzten Folge im Fahrstuhl erhalten haben, dass das jetzt nicht irgendwie noch wichtig sein wird. Aber ich glaube so ein bisschen, es wird wichtig sein. Oh ja, Spritzer. Nice. Warum rennt sie eigentlich vor? Dann dürfte da eigentlich nichts sein, ne? Warum läuft sie vor? Ach, jetzt kommst du wieder zurück, oder wie? What the hell is that? Well, what do you know? A stroll in the rain. How romantic. Na ja. Maria, what are you talking about? I'm trying to keep things light, James. Just you and me. Yeah. Sorry. Wir sind im Schwimmbad. Jetzt hat's. Ich muss wirklich gegen die Tür knallen, damit das Spiel das registriert. Wir waren jetzt eigentlich fast überall im Krankenhaus. Ach du Scheiße, willst du schwimmen gehen? Sie dürfen es nicht wissen. Die 13. Aber wir hatten doch schon eine 13. Hier ist nichts. Es ist zu lange still. Ruhig. Leise. Irgendwas fehlt hier. Und hier ist nichts. Gleich kommt irgendwas ganz Großes und ich glaube, ich muss meinen Kopfhörer leiser stellen. So. Hier geht's weiter. Die dürfte zu sein. Die sieht schon mächtig zu aus. Nein. Der sieht ganz schön groß aus. Hier geht's weiter. Das ist Beutelchens Kühlschrank.
Warum müssen wir sowas eigentlich immer aufmachen? Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Oh, wo kam der denn her? Ein Ring zu knechten. Wir haben jetzt auch einen Kupferring. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Echt? Ich weiß, wohin die Ringe gehören. Das weiß die Spielerin hier hinter dem Spiel gerade nicht. So, was haben wir denn hier? Die Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind. Denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick, vor allem wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. Nicht, wohin die Ringe gehören, ne? Ich weiß wirklich nicht, wohin. Ich weiß es nicht. Pardon. Ich muss hier mal kurz vorbei. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, wohin mich das Spiel gerade führen möchte. Oh. Stimmt. Die Kiste. Oh mein Gott, wartet. Wir hatten ja noch... Nee, das ist was anderes. Okay, davon sollte ich die Finger lassen.
me. Och. Das war nur die Aggression, die ich auch immer kurz rauslassen wollte. Okay. Das da hinten hängt und man sieht nicht die Wand. Irgendwann wird da was rausplumpsen. Ich weiß nicht wohin, ne? Im Direktorsbüro war da irgendwas? Wartet mal. An die Kiste komme ich jetzt gerade nicht mehr, ne? Nee, die Kiste ist tot, die will nicht mehr mit mir reden. Ich weiß es nicht. Ich bin das allererste Mal in diesem Spiel richtig ratlos. Wirklich richtig ratlos. Oh. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es. Nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fahnenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsen und hässlich Leichen sind. Ihre Sünden, sie vernichtet Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Oh mein Gott, die Tür habe ich ja komplett vergessen. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Sagte er, und wir sind gleich alle tot. Natürlich. Unten. Ich glaube, ich habe das nächste Rätsel verpennt. Ich habe übrigens gesehen, dass es von Silent Hill 8 Enden geben soll. 8? Wenn ich das jetzt nicht falsch gesehen habe. Es ist vollbracht. Die Kali ist keine Fürstin. Keine Krankheit mehr. Dafür ein Speicher. Ähm.
Hätten wir die Kiste vielleicht aufmachen können? Wir hatten ja bei dem einen ganz oben, dritter Stock, hatten wir die 9659. Aber wie hätte ich das machen sollen? Und das ist die einzige Zahl, die noch übt, oder hatten wir die Zahl genommen? Aber dann wäre sie durchgestrichen, oder? Oh, du Scheiße. Maria, es geht abwärts. Na, hör auf zu, einfach zu laufen. Ich glaube, irgendwann muss ich mir echt einen neuen Controller holen. Es wird gespeichert. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich rennen muss. Schnell hinter mir. Oh. Der war ein Kerl mit seinem großen Stock. Come on, hurry! Lass dich durch. Oder lass es. Hätte ich sie retten können? Wenn ich jetzt weiß, es gibt verschiedene Enden, Scientil, hätte ich jetzt diese eine Truhe, die dekorative Box, hätte ich die geöffnet, hätte ich sie retten können? Oder ist das vom Spiel so vorgegeben? Aber ich konnte ja auch nicht mehr an die Box ran. Ich glaube, du hast nur einen Versuch, um die Box irgendwie zu öffnen und die durch die Box wird vielleicht ein anderes Ende freigeschaltet. Weil wir haben hier nicht hundertprozentig irgendwas. Vielleicht auch hätten wir die ganzen
Zettel und Briefe von der Stadt lesen sollen, um die ganzen Antworten zu kennen? Weil ich habe nicht alles gelesen. Ich habe sehr viel verpennt in der Stadt. Interessant mal zu wissen, ne? Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen, genauso wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem Hier und Dort. Sie existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater, wie der Herr Doc, Direktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildungen. Aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, so frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Boris pustet gerade schon wieder so wild. Dich. Nein. Gut, ich glaube, wir sind jetzt komplett in diesem Krankenhaus durch. Die eine Sache habe ich verpennt. Und das war definitiv hier dieses... Aber wie komme ich denn auf die 5? Aber woher soll ich das wissen, dass man wirklich nur einen Versuch hat? Oh, ich werde es vielleicht sehr bereuen. Braucht was? Sein können.
hier! Schuss. Oh, das hat sehr viel Erste Hilfe gerade gebracht. Problem ist, da sehe ich wieder, naja, minimal was. Lieber alles hinter mir töten, als alles dann hinter mir zu haben. Oh, schade, ich dachte, ich sehe hier gerade was. Habe ich hier noch irgendwas? Maria sterben, ich weiß es nicht. Das wurmt mich gerade echt ein bisschen, dass wir diese Kiste nicht haben. Ja, das liegt immer daran, wenn man eine kleine Pause macht. Die Scheiben braucht eh keiner mehr. Hier würde ich auch gerne wohnen. Oh, nicht schon wieder. Hätte klappen können. Was war das für ein Sound? Ohne gerade so gesehen. Das geht eigentlich anders. Alter Falter. Kurzen Schnepper lief zwischendurch. Heaven Knight. Waren wir da nicht mit Dings drin? Sieht sauber aus.
Komm. Da hinten stand noch was. Have a night, komme ich nicht mehr rein. Irgendwie sagt es mir da hinten schon, dass ich da hingehen muss, oder? Nein, ich muss da hin. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit so renne. Das Vieh hingerannt ist, könnten wir auch weiterkommen. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen muss. Gehen wir dahin, wo der Kleine. Hauro, das runter wie Actimel. Mich wurmt es immer noch, das mit der Kiste, ne? Was wir da jetzt drin gehabt hätten. Dann hat er es mit registriert. Oh, Entschuldigung. Gewehrmuni, das will ich hoffen. Ich muss gerade überlegen, wie ich nachlade. Ich musste gerade echt überlegen, wie ich nachlade. Gerade. Gut, 6 Stück.
Heilung sind wir doch ein bisschen gut unterwegs. Kurz mal Tee trinken, wartet mal. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich... Oh Mann, es wurmt mich. Es, nein, ja, ich hab's gesehen. Laura, stop! It's dangerous! Lass sie doch, mein Gott. Die hat uns zum Tode verurteilt und zurückgelassen. Ich hab keinen Bock auf diese Schwestern. Wow! Scheiße, so schnell kann das gehen. So schnell kann man vermöbelt werden. Gut. Gut, nachgeladen habe ich. Da ist Boris auch sehr eifrig dabei. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich glaube, die reagieren auf Licht. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Die reagieren auf Licht und ich möchte gerne hinter denen kommen. Dann niete ich sie nämlich sofort um. Das ist aber auch ein episches Bild. Munition. Gut, hier komme ich nicht. Na, wo bist du, mein Schatz? Eigentlich müsstest du mich jetzt voll fett sehen, aber... Ich werde zu langsam sein. Weg. Oh, im Dunkeln war er nicht so erkannt. Erste Hilfe. Ich glaube, ich habe in der Stadt so...
in der Stadt so viel verpennt? In der normalen Stadt? Habe ich hier gerade was gesehen? Oder war das jetzt nur mal... War nur meine Taschenlampe? Ich komme hier nicht raus. Oh, hallo? Oh, scheiße, ich hätte daneben. Ja, jetzt geht sie nicht. Ja, scheiße. Ja, kacke. Ich muss mal kurz hier wieder raus. Komme ich hier überhaupt raus? Das ist jetzt nicht wahr. Wegen einem scheiß Käfer. Wegen einem Scheißkäfer hat die mich gerade niedergestreckt. Also sie hören uns und sehen uns, wenn wir Licht anhaben. Und Bombe, ich kam nicht raus. Ey, das wäre so gut gewesen. Ich glaube, hier komme ich sehr schlecht raus. Sehr schlecht raus. Boah! Anscheinend nicht. Ich würde bei der Kleinen eigentlich Vorsicht walten lassen, wenn die hier so locker durchkommt. Ich glaube, ich höre einer von den Grazien wieder. Da ist was im Bus. Oh mein Gott. Ich hänge gerade. Wollte sich gerade nicht bewegen. Sorry, ist wahrscheinlich eine sehr nette Person. So, wir gucken uns nochmal hier um. Wenn das Ding jetzt hier losfahren würde. Wäre das schon leicht gruselig.
Oh ja, Gewehr. Danke. Ich wollte es eigentlich nicht benutzen, aber naja. Voll verkackt, würde ich mal sagen. Wo willst du mich eigentlich hinführen, Stadt? Zu den Apartments? Wenn da jetzt was gegen die Scheibe klatschen würde, ich würde es feiern. Wenn das jetzt Silent Hill 2 ist, was war das für eine Geschichte mit Silent Hill 1? War das mit den Truckern? Mit den Truckfahrern? Ich weiß es gar nicht. Ruhm kann ja später. Das war definitiv nicht der erste Teil. Ja, wenn man eine ganze Spielserie irgendwie nicht mitbekommen hat. Echt, gerade hier ist was gelaufen. Oh, wir sind schon fast bei 100 Schuss. Hier ist nichts. Nein. Wohin führst du mich? Oh ja. Spritze? Oh ja, Spritze. Sehr schön. Oh, er führt mich zu den Apartments. Laura, please, wait! Das ist eine Göre, ey. Hi, Karambo. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, nee. Oh nein, nicht ein gruseliger langer Tunnel. Scheiße, es ist dunkel. Bringt irgendwie gerade gar nichts. Laura? Was hast du bitte für Eier, dass du hier ganz alleine ohne Taschenlampe durchgehst? Gib mal ab. Irgendwas wird doch hier kommen. Und ich habe kein Gewehr. Es ist einfach nur ein fucking langer Tunnel.
ein bisschen Inhalt. Okay. Interessant. Laura? Where did she go? Sie bekommt so den Arsch von mir voll. Er, der nicht kühn genug ist, den Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte, dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Da, da, da. So, Speicherort. Irgendwie hat er was anderes egal. Gut, meine Lieben. Aber ich würde sagen, ich werde hier ein kleines Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Schön mit Öl.